Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren abendlichen Runde mit Cyberpunk 2077. Und beim letzten Mal waren wir hier ein bisschen unterwegs in Night City, logischerweise, wo auch sonst. Und ich habe zwischenzeitlich versucht, mir ein bisschen Munition zu erstellen und ein bisschen mit diesem Brandgranate, mit der epischen Brandgranate, dann ein paar Items noch zu besorgen. Ne? Einfach ein bisschen offscreen oder off-record oder wie auch immer man das schimpft. Und wir waren da drüben irgendwo beim letzten Mal stehen geblieben und ich bin hier rumgegangen und habe dann hier oben was Rotes gesehen und da liegt hier einfach einer rum und und er hat was Legendäres bei sich, also einfach nur so, ne? Verringerte Ausdauerkosten beim Angreifen, es sieht ganz nett aus, wir nehmen das einfach mal mit hier. Was haben wir noch? Gesundheitsbooster, eine Waffe, wir haben hier noch eine archivierte Kühe und 754 Eddies und mal gucken, was wir hier haben. In welchem Stock ist das Ziel? Siehst du es? Der bewegt sich gerade. Moment. Scheiße, okay, aber es wird ganz schön brenzlig hier drinnen. Die finden mich bald. Reg dich ab. Das wären die schon nicht. Okay, neunter Stock. Er sollte alleine sein. Sollte? Die könnten ihre Spuren verdeckt haben. Okay, ich bin an der Tür. Mach sie auf. Ich schalte die Kameras auf dem ganzen Stock aus. Denk dran, dass der Kampfimplantat hat. Ja, ist klar. Mach jetzt auf. Mach ich. Viel Glück. Ich glaube, viel Glück hatte er nicht gehabt. Kann es sein, dass der da irgendwie aus dem... Dass der hier irgendwo runtergefallen ist? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Oh, was ist da? Wir müssen auf alle Fälle nach Hause irgendwo ins Lager. Na, Blütander, weil ich muss ein paar von diesen ikonischen Waffen loswerden. Es geht leider nicht anders. Sie nehmen A, zu viel Platz weg und B, haben wir keinen. Und C, möchte ich vermeiden, dass wir aus Versehen welche verkaufen. Aber vorher gucken wir hier nochmal nach. Also es lohnt sich scheinbar hier wirklich jede Ecke abzugucken. Logischerweise haben wir ja schon zwischendurch mitbekommen. Denn, aus Gründen. Ach nö. Meine Liebe. Ja. Du musst für mich etwas aus einem Tiger Claws Casino besorgen. Ach so. Ich weiß, dass du das auf die Reihe kriegst. Okay, na dann ist ja gut. Die Informationen schicke ich mit. Lies sie dir gut durch. Okay. Wenn nicht, dann gibt's Ärger oder wie? Na, schauen wir mal. Was haben wir denn? Der Geier ist der weiseste Vogel. Während andere ihre Kraft dafür verschwenden, ihre Beute zu verfolgen, wartet der Geier geduldig und breitet seine Schwingen erst dann aus, wenn er Blut in der Luft riecht. Du wirst mein Aasgeier sein, wie ich habe gehört, dass ein Casino der Tiger Claws aus den eigenen Reihen ausgeraubt wurde und das Mädchen verwaltete die Slotmaschine und hatte einen Alias, Vortex. Sie hat die Maschinen manipuliert, sodass ein kleiner Prozentsatz von jedem Gewinn in ihren eigenen Eimer landete. Es hat Jahre gedauert, bis die Tigers dahinter kamen, wie sie abgezogen wurden. Du kannst dir sicher denken, dass sie nicht gerade erfreut waren. Aber ihre Wut hat sie übers Ziel hinausschießen lassen. Vortex starb während des Verhörs, bevor sie preisgeben konnte, wo sie das gestohlene Geld aufbewahrte. Ein Geier ist weiser als ein Tiger oder ein Tiger. Wie? Du wirst das Geld finden. Ich schicke dir Vortex letzte bekannte Position. Enttäusch mich nicht. Okay. Die ist wahrscheinlich da drüben, die letzte. Ist die im Wasser gelandet? Wer bist du denn? Dir können wir doch bestimmt eins überbraten. Aber die werden immer heftiger. Merkt man das, ja? Es ruckelt wieder extrem, das tut mir leid. Dann probier mal dein Glück. Mit Neuladen. Ich hab nichts verändert, ich schwöre. Okay, da ist eine tote Leiche da hinten. Hier ist nichts drin, ne? Das Casino ist hier unten. Ach, und was wir in dem Laden ausprobieren müssen. Ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden, wie wir... Oder dass wir und ob überhaupt wir Junk verkaufen können. Das wäre natürlich richtig super. Ja.
So, BD55. BD55. Nee, 5555. Also das hätten wir schon mal. Dann haben wir 1C. Nee, hier 7A, BD55. Da haben wir kein BD leider. Verdammt, 55, da war BD. So, immerhin, immerhin. Okay, na, ich drück mal die Daumen, dass das besser ist. So, den hätten wir schon. So, pssst. Aber die haben nicht gesagt, dass wir hier absolut still sein müssen, ne? Pssst. Kiste, pssst. Oh, da hinten liegt was. Woher wissen die, dass ich schon wieder da bin? Ach, das hat sich diesmal sogar bis auf 160p runtergenuckelt. Naja, okay, dann, kann es sein, dass endlich mal wieder Twitch dann die Sachen selber skaliert? Ja? Manchmal kommt nur die 1080p an, ne? Und manchmal, ich verstehe manchmal das... Upsala. Überhitzen. Oh, oh. So, der ist hinüber. Was ist das da? Jonin Tiger Claws. Das ist aber, glaube ich, kein Problem, oder? Aber wer guckt denn hier? Also, skaliert er doch runter, ja? 720p? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Dass das mal macht und mal nicht. Was kann ich jetzt hier machen? Was kann ich denn jetzt mit ihr machen? Oh, oh. Wer bist du denn? Was kann ich... Passiert mit dir irgendwas hier? Ach so, das liegt hier rum. Ach, sind wir schon fertig? Ach, wir haben die Mission schon erledigt. Nur mal so. Okay. Ich speichere mal. Genau aus dem Grund. Überhitzen. Und... Das da hinterher. Wer bist du? Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Jetzt habe ich aber einen kleinen Schreck gekriegt. So, irgendwo ist hier noch jemand. Ist ja auch ein Casino. Jetzt fällt mir das auch alles auf, ne? Also, überhitzen. Das Verfahren funktioniert immer ganz gut hier. Alles gut. Alles gut. Die sind bloß müde. Warum kann ich das jetzt... Doch. Huch, wer steht denn da? Huch! 5 haben wir nicht. 7a, 1c, 5. Verkackt. Er hat uns nicht gesehen. Warum auch immer. Ja, wie gesagt, ich finde es gut, dass das Twitch scheinbar jetzt langsam mal auch von so kleinen Leutchens wie mir die Streams auch automatisch skaliert hier, ne? Also umkodiert, dass man vielleicht auch mit einer etwas langsameren oder instabileren Leitung das Ganze hier austesten kann. Ich habe ein Problem. Der Typ guckt mich jetzt hier voll an. Wir könnten höchstens Kamera umpolen. Oh, da hinten ist ja auch noch ein Typ. Scheiße. Okay, der haut ab. Guck, guck. So.
so können wir das auch machen. Also wenn wir hier schon drinnen sind, dann sollten wir uns auch ein bisschen umsehen, oder? Vielleicht ist ja hier was Hübsches dabei, was wir sonst übersehen würden. Denn ich habe ja gelernt, dass es Orte gibt. Siehst du, da muss ich mir mal die Mod besorgen. Es gibt ja Orte, da kommt man nämlich nie wieder zurück. Und da sind mitunter sehr interessante Items, teilweise auch die epischen. Ne? So, hier hinten ist einer runtergegangen in den Keller. Ist hier irgendjemand drin? Oh. Achso. Das bringt mitunter Geld, ne? Wenn wir hier hacken. 5, 5, 1C, 7A. 5, 5. 1C. Oder machen wir FF? 1C. FF. 1C. Tada! Sehr gut. Breach-Protokoll und gleich nochmal ein Level-Up. Also, ein Sub-Level-Up. Hallo? Oh, hier ist ein Loch. Was ich ein bisschen schade finde, warum auch immer das so ist, dass hier alles so schäppisch kaputt ist, ne? Weißt du, das bist du hier schon in der Zukunft und hier ist alles echt irgendwie so. Und keiner stört sich da dran. So richtig. Die haben Wohnung und denen ist es da vollkommen egal, wie es in der Wohnung aussieht. Habe ich dich umgepolt? Ja, ne? Ja, habe ich. Ja, das finde ich auch. Ist selber schuld, wenn die sich immer vollknallen mit irgendwelchen elektrischen und elektronischen Krams. Das ist dann halt mal so. BD 55E9, 1C, 55, 1C, 1CFF, nein, 1CFF. Tada! Nam Tollo! So, einmal ein Überhitzen. Warten wir kurz. Und ein Kurzschluss hinterher. Das hilft. Das hilft. Keiner hat was mitbekommen. Keiner hat was mitbekommen. Dahinter ist einer. Überhitzen und kurz warten. Und ein Kurzschluss hinterher. Bam, bam, bam. Was? Wo ist der Cyberpsycho? Den will ich haben. Ich sammle die. Oh, warte mal, das ist noch eine Kamera. Die kann ich nicht umpolen, die ist schon aus. Und was mit das hier? Was bist du? Eine Überwachungskamera. Kann ich nicht umpolen, weil aus. Ach ja, ich hab ja alle gehackt hier. So, ich glaube, wir sind safe. Ey, was spielt ihr denn hier Hübsches? Das ist ja ein tolles Spiel. Oh, wer bist du denn? Überhitzen? Und Kurzschluss. Ach, ist nicht wahr, dass du jetzt noch Alarm gerufen hast, oder? Da steht die einfach in der Ecke. Eieieiei. So, was haben wir denn noch Hübsches? Da ist noch eine tote Leiche. Also, die tote haben wir ja nicht. Ja. So. Eine Frau hat hier früher gearbeitet. Vortex. Netrunner. Kennst du sie? Ich merke schon, du bist auf Ärgerhaus. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß von nichts. Du kriegst Ärger, wenn du nicht sofort redest. Ich rufe gleich die Security. Welche denn? Soll das etwa Angst machen? Wenn du schreist, schieße ich hier alles kurz und klein. Und mit dir fange ich an. Dieser Vortex, der dir so wichtig ist, der hat die anderen verarscht. Der liegt jetzt in der Kanalisation. Da, wo die Küche das heiße Öl auskippt, Leichen halten da nicht lange. Mehr weiß ich nicht. Also, verzieh dich endlich. Ich
muss nicht mehr allein sein. Was ist mit dem da hinten? Also irgendwie hat die KI gerade so ein kleines Problem. Die steht einfach hier dumm rum. So, was verkaufst du? Irgendwas Interessantes? Sieh dich um. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie kann ich... Irgendwo gab es die Möglichkeit, allen Schnotz zu verkaufen. Oder es geht nicht hier, weil das nur ein Dings ist, sondern... Man kann irgendwie... Oder X drücken? Also es gibt irgendeine Möglichkeit, wo man wirklich alles so verkaufen kann. Verkaufst du irgendwas Interessantes? Sieh dich um. Hi. Guck mal, hier ist so ein Doppelklo. Das ist ja fantastisch. Sieh dich um. Wer bist du? Uch, nee. So, was ist hier drin? Nee. Was ist das für eine Tür? Ui. Na toll. Ein Helm. Bequeme formelle Pumps mit Metalleinlagen für den richtigen Kick in den Schritt. Ja? So, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber ja, warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Psst. Die kriegt gar nichts mit. Die kriegt gar nichts mit. Guck mal. Überhaupt nicht kriegt sie. Doch, ich kann alle umbringen. Oh, ich mag das. Weißt du, machst du überhaupt nicht die Finger schmutzig, sondern hackst die einfach zu Tode. Hi. Der Eintritt kostet was. Okay, okay. Wenn der Eintritt kostet, kein Problem. Ich bezahle. So, reicht das? Ja, ne? Reicht. Super. Aber eigentlich hätte er sagen müssen, der Austritt kostet. Hi, Cops. So. Tiger and Gaia. So, was haben wir denn hier hübsches? Autos wollen wir nicht, jedenfalls noch nicht. Da haben wir eine Mission. Ich wollte erstmal, warte mal, Legende nicht, Z. Übergabeort, Service Points. So, und zwar war das, oh Gott, ich glaube ein Klamottenladen. Und bei einem Klamottenladen, da hatte ich nämlich gesehen, kann man verkaufen. Wir sind jetzt dort. Theoretisch ist hier ein Klamottenladen. Ich probiere den mal aus. Und ich brauche dann noch einmal... Wo ist denn mein Home? Da ist mein Home. Machen wir es so. Und dann muss ich nochmal hier... Das ist ja kacke. Machen wir es so. Oh, hier hat jemand ein Handy verloren. Profile on Data. Arasaka available at bla. So, da. Ich hoffe, ich komme aus dem Kampfmodus hier raus. Ich weiß, da war was Grünes, aber jetzt nicht. Hm.
habe gehört, dass Vortex Splitter unterwegs ist. Du hast mich nicht enttäuscht, Vi. Und dir deine Belohnung verdient. Danke. Der Auftrag ist erledigt und ich überweise dir dein Geld. Danke. So, jetzt sind wir hier und ich will nach da. Und da ist... Da drüben, da unten vor allem. Habe ich schon mal gesagt, dass der Doppelsprung das Beste hier überhaupt ist? Ja. Hallo, wo sind wir hier? So, nee, wir können hier nichts verkaufen, so richtig, oder? Wie kann ich denn hier Schmuck verkaufen? Gibt es hier irgendwie eine geheime Taste, wie man alles verkaufen kann? Oder, oh, Moment mal. Ist es vielleicht eine Sache, die man leveln kann? Nee, oder? Wäre ja Quatsch. Wäre ja totaler Quatsch, wenn man das leveln könnte. Ja. Also das, was ich gerne hätte, ist, ich möchte gern alles verkaufen. Es gab hier irgendeine Taste. Junk verkaufen. Hier, das ist zum Beispiel Junk. Der kostet zwar nichts, ne, aber wir benutzen es ja nicht. So, ich kann zwar jetzt hier einzeln die Menge, aber das war's. Und ich möchte gern... Da gibt es hier irgendwie eine Taste. Oder ist das irgendeine Option, die man hier noch einstellen kann im Interface? Ich muss mal schauen. Hatten wir hier nicht ein paar Sachen doch hier oben? Trefferanzeige zwar an, aber diese Schadenzahlen-Modus, das hatte ich aus, genau. Nee, hier auch nicht. Johnny Silverhands hat Elemente. Okay. Gameplay. Normal ist okay. Mengendichte, blub, 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 blub. Ich weiß nicht, worunter das fällt. Warte mal, vielleicht hier? Vielleicht gibt es ja allgemein eine Shop-Taste oder so. Allgemein heraus, rein, ran. Erkundung und Kampf, ducken, nächste Wache schließen, nachladen, Cyber-Gadget scannen. Telefon öffnen, Hauptmenü, Tab Herstellung, Inventar öffnen, Benutzeroberfläche, voriges, nächstes, Quick-Hack Details, hoch, runter, links, rechts, Fahrzeug, nee. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Menüpunkt gesehen habe, frag mich nicht wo. Oder nicht bei so einer Sorte von Händler, vielleicht bei einer anderen Sorte. Aber warte mal, wenn das vielleicht muss ich mal hier zur Bar rübergehen, das ist ja meistens was zu essen. Zurück in die Gosse. Der ist ja freundlich. Nee. Hä? Wie kriege ich denn den Schmuck weg? Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass man hier nicht irgendwie eine Taste drücken kann, von wegen verkaufe alles. Okay, da muss ich noch in mich gehen ein bisschen. Wir wollen jetzt aber erstmal nach Hause. Wenn ich jetzt gerade könnte, was sie... Och, nö, komm, was ist jetzt los? Das Spiel ärgert mich gerade. Nee, es ärgert mich wirklich gerade, ich komme nicht weiter. Ich kann nichts tun. Ja, also Tastatur funktioniert noch, weil, ja, funktioniert noch. Hä? Spiel. Wir machen es so.
Komm, werd fertig. Ich weiß nicht, was da los ist gerade. Und spielen. So. Mal gucken, ob jetzt. Ich kann ja die Zeit zwischendurch nutzen und einfach mal googeln, wie man bei Cyberpunk Müll verkauft. Junk verkaufen. Gibt's sogar einen Punkt. So, fortfahren. Guten Morgen, meine Tastatur geht nicht mehr. Das Ergebnis der gestrigen Leichen. Ich weiß aber, dass sie funktioniert. 30. 10 davon aus. Was ist denn? Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein Spiel, mach keinen Quatsch. Ja. Hattet ihr gestern auch einen Stromausfall? Als das Licht ausging, war ich gerade am Kochen. Na gut, ich habe einen alten Burrito aus dem Sofa gekramt. Jetzt hat er's gemacht. So, wie kann ich denn jetzt so eine Waffen-Junk komplett verkaufen? Ich bin gerade noch am gucken, Kleimo. Wo sind wir denn hier? Ah, wir müssen noch die Mission abgeben, okay. Finde ich jetzt gerade nicht. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp auf die Schnelle. Ich muss jetzt erstmal den Junk verkaufen. Hi. Die greifen mich übrigens nicht an, ne? Ja. Moment. Ja, ja, ist alles gut. Der Eintritt kostet was. Ja, ja, ich weiß, der kostet was. Deswegen gehe ich ja auch wieder. Ich gehe zu so einer Station, ja, hier. Da. Ich muss sie hier sowieso abgeben. Ach ja, bei der Station war das, glaube ich, ne? Bei der Station hier, hier war das dann. Richtig? Ja, aber ich finde die Option nicht. Hier, ich hätte jetzt gedacht, Invalid Input, Menge ändern, was auch immer das ist hier gerade. Hier, ich habe nicht die Möglichkeit. Hier hätte ich jetzt erwartet, dass ich allen Junk verkaufen können. Ist doch so eine Station, ne? Ja. Ich habe gehört, dass Vortex Splitter unterwegs ist. Du hast mich nicht enttäuscht, Vi. Und dir deine Belohnung verdient. Der Auftrag ist erledigt und ich überweise dir dein Geld. Also das ist doch so eine Station, so ein Droppoint. In der Zwischenzeit mache ich mal schon mal... Was ist das hier? Netrunner. Achso, da können wir was kaufen. Ich wollte aber nach Hause. So. Daneben ist was unentdeckt. Das war aber vorher schon mal entdeckt. Haben wir noch irgendwas anderes? Vielleicht bei den Stationen hier? Nee, hier können wir nur kaufen. Hä? Also mir fehlt ehrlich gesagt die Option, allen Junk verkaufen. Ich habe aber hier, da kommt nur verkaufen hier unten, das war's. Und ich würde gern allen Junk verkaufen. Aber scheinbar kann ich das nicht. Ich muss jetzt hier theoretisch immer alles... Nee, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das kann es definitiv nicht sein. Oder muss man hier irgendwas... Typ? Nee, nach Typ sortieren macht auch keinen Sinn. Bei den unteren drei Symbolen bei der Schere. Der roten Schere, die habe ich jetzt hier. Die Schere sind ja hier die Dings. Das ist ja alles nur der Typ hier. Ne? So, und jetzt haben wir hier alles. Und Junk wäre zum Beispiel das Futtern normalerweise.
Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es hier irgendwie eine Taste gibt, Junk verkaufen. Oder muss ich dazu erst noch mir ein Update holen? Also muss ich das leveln oder so? So, hier kann ich nur Filterung von den Items machen. Rechts habe ich einen Filter, ja, Qualität, aber standardmäßig. Ich glaube, das ist auch der. Hier, Standard, neue Items, Typ. So, hier, ach so, warte mal, Standard. Nee. Das ist bloß die Sortierung. Neue Items. Ist auch nur Verkaufen unten. Verstehe es nicht. Ich habe es ein paar Mal schon gesehen, dass die Leute das problemlos verkaufen konnten, den Junk. Ich kann es nicht. Name vielleicht? Nee, das steht halt nur hier unten verkaufen. Die hatten, glaube ich, hier extra Punkt, ich glaube X drücken oder so, für alles verkaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Und hier, das ist halt so der Standard mit der Qualität, ne? Den ganzen Müll brauche ich ja nicht, aber der könnte eben halt ein paar Eddies zusätzlich bringen und das Inventar auch ein bisschen bereinigen. Ah, nun gut, vielleicht finde ich das ja noch raus. Oder was? Ah ne, geradeaus. Weiß. Okay, hast du einen Perk gekauft, der Junk zu mehr Items macht, wenn du sie zerlegst, dann ist das weg. Ah ja, ich glaube, den Perk habe ich. Echt, das ist die Konsequenz? Warte mal, was will Kutschner hier? Oh, hey, wie? Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, aber sag ihm nicht, dass ich dir geschrieben habe, okay? Ich will mich ja nicht in dein Privatleben einmischen, aber es ist offensichtlich, dass da was zwischen euch beiden läuft. Zwischen wen? Ich wollte nur sagen, dass ich mich total freuen würde, wenn du ein Teil unserer kleinen Familie wärst. Ich habe gesehen, wie River dich anschaut. Ich hoffe... Ach so, sie. Ja, ja. Ich hoffe, dass du ihm eine Chance gibst. Oh, und ich habe gesehen, wie du uns angeschaut hast. Oh, nee. Müssen wir hier wirklich antworten? Müssen wir hier wirklich antworten? Na toll, dann ist das weg. Das ist doch scheiße. Das ist aber wirklich kacke. Gut, das heißt, ich muss dann mal wirklich off-record den ganzen Müll verkaufen. Ich will jetzt nicht eine Antwort darauf geben. Tut mir leid. Das ist Rivers Schwester, war das. Warte mal kurz. Ich habe hier eine Option vorhin gesehen. Moment, Steuerung, nicht Gameplay. Kamerahöhe war das hier. Warte mal. Ich mach mal hoch. Ja, das ist besser. Dann brauche ich nicht mehr... Dann brauche ich nicht mehr manuell nachsteuern mit der Maus. Sonst ist das sowas. Ne? Und das ist... Oh. Das ist ein bisschen lästig. So ist viel besser. Mensch, da brauche ich gar nichts mehr machen. Namens Atari... Alt, Moment. Was schreibt Glitanda da? Okay, Moment. Alternativ nutzt du den Vorteil Recycling, Itemherstellung, Vorteilsbaum. Technische Fähigkeit 3, eine Stufe, mit dem Junk automatisch in euren Fahrzeugkomponenten zerlegt wird. Ach so, Nahrungsmittel sind kein Junk? Also das, die Items, also Müll, den wir aufsammeln in diesen kleinen Päckchen, der wird bei mir automatisch zerlegt. Also das ist, glaube ich, Recycling. Da gucken wir mal kurz nach.
Wir können ja nur lernen, ne? Was hat er dir Teil geschrieben? Itemherstellung, Vorteilsbaum. Item ist, glaube ich, Technik, ne? Genau. Und wir haben Itemherstellung, ermöglicht das Herstellen von seltenen Items. Erhalte beim Zerlegen von Items mehr. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Okay, die haben wir. Ach so, also Nahrungsmittel und Schnaps sind kein Junk. Ah, ich verstehe. Bloß leider. Na, okay, je nachdem, wie man sieht, ne? Je nachdem, wie man sieht. Also, ist jetzt doch nicht so falsch oder richtig, Hollow. Also, er zerlegt es bei mir schon automatisch. Ich erinnere mich auch daran, wenn ich den Kleinkram zerlege. Warte mal, was schreibt Litana? Kleinen Moment. Wenn ich den Kleinkram nämlich zerlege, einsammle, dann zerlegt er nämlich auch immer automatisch. Aufgenommen und entfernt steht dann nachher immer im Dings drin. Was schreibt Litana gerade? Moment. Getränke zerlegen, Komponenten verkaufen. Dieser Trick versorgt euch derzeit auf Spielstand 1.4 mit einer ziemlich bequemen Einkommensquelle. Schaltet zunächst im Itemherstellung, Vertreibung, Vorteil, Forschung, Entwicklung frei. Mit dem ihr pro zerlegten Gegner mehr Komponenten habe ich. Sucht danach einen Getränkeautomaten und kauft mit für 10 eine Getränkedose. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Aber das können wir mal probieren. Ich glaube, ich habe das aktiv. Aber ich denke mal, dass dieser Teil nicht mehr funktioniert. So, wir sind, glaube ich, schon zu Hause. Ja. Und hier ist, glaube ich, auch ein Automat. Den können wir gleich mal testen. Einmal haben wir hier einen. Das ist das, was wir meinen. So, jetzt kann ich die sammeln. Und wenn du jetzt mal guckst, Moment, wo steht es? Steht nicht da. War das so schnell? Achso, das sind ja auch Getränke und Essen. Achso, okay. Da habe ich es jetzt unnötigerweise gekauft. Das sieht gut aus. Was? Selber? Jetzt habe ich haufenweise Futter, aber ist egal. Ich muss schnell mal nach Hause. Achso, reden wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den habe ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Hatten wir schon. Bin ich ja richtig, ja? Service? Ich bin an der falschen Stelle reingegangen, glaube ich. Ja, Patch 1.12 habe ich auch drauf. Oh, wir kommen richtig rein. Sehr schön. Ich glaube, da ist der Ausgang. Ach, siehst du, können wir noch gleich den Schießwettbewerb machen. Der ist, glaube ich, hier. So, können wir hier... Nee, das sind ja keine Verkäufer. So. Aber es ist gut zu wissen. Also sprich, das hier alles... Das Doofe ist, dass hier auch gemixt ist Max-Doc und so weiter. Da muss man höllisch aufpassen. Und was ich eben halt doof finde, ja, das sind Sachen, die eben halt hier Attribute haben und so weiter. Aber ich finde es halt doof. Weißt du, wenn du das jetzt hier alles verkaufen willst, weil ich benutze es wirklich nicht. Ja, man kann es benutzen, aber wahrscheinlich ist Zerlegen an der Stelle besser und schneller, aber... Wobei, dann fragt er auch immer, wie viele zerlegen und wie viele zerlegen. Oder geht das hier? Das muss ich wirklich mal nebenbei machen. Das ist hier nichts. Es wiegt ja nichts, ne? Das ist ja das Gute. So.
Ha, Home Sweet Home. Home Sweet Home. Hier machen wir mal ein bisschen Licht an. So. Ja, mit den Konsolenversionen ist halt schwierig. Da wollte das Management mehr, als es möglich war, ne? YouTube-Folge zerlegen gleich. So, ich wollte nämlich gucken, wenn ich jetzt die notwendigen Waffen, warte mal, und zwar die, die ich nicht benutze, ich werde diese Overwatch nicht benutzen, ja, die packe ich mal jetzt rüber und ich werde auch die O5 nicht benutzen. Ich glaube, Sniper, das ist nicht so mein Ding, ne? Wir lassen uns die Lizzie auf der Hand und die Geniro, wer auch immer das ist. Ah, die ist neu, ne? Ach, da ist ja auch noch eine. Und Skippy haben wir aktuell. So, Chaos brauchen wir nicht. So, Crash. Ach, die Powerpistole hatte ich, glaube ich, gerade auf der Hand. Die lassen wir mal raus. Und die Divided wie Stand würde ich halt drin lassen. Eigentlich sollte doch... Genau, das ist das, was ich nämlich... Oder? Nee. Warum ist denn hier bloß eine Waffe drin, ne? Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass mehr Waffen hier in dem Dings drin sind. Warum ist hier nur die eine drin? Welche ist denn das? Das ist die O5, ne? Es tauchen nicht alle Waffen hier drin auf. Interessant. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass hier die Waffen drin auftauchen. Aber nicht jede ist eine sammelbare Waffe. Also ist die die eine Scharfschützin eine sammelbare. Ja, das Spiel ist wirklich mega. Also der PC hat aber auch zu tun. Ich denke aber mal, es liegt einfach an... wenn man sich einfach mal die Charaktere anguckt, ja, und der PC kann ja doch ein bisschen mehr auftrumpfen, machen wir uns nicht vor da an der Stelle. Das ist einfach nur exorbitant, was da auf die Scheiben gepresst wurde, beziehungsweise was da runtergeladen werden muss. Das ganze Streaming von der Welt ist so elendig viel. Also das ist einfach nur Wahnsinn, ja. So, warte mal, was ist... Ich pack mal hier die Waffe von Dings rein und ob... wo ist er denn? Ah, siehst du, die angelegte Waffe, die können wir nicht rausnehmen. Ah, ich pack die mal jetzt nicht einfach rein. Guck mal. Da ist der Power Revolver. Das war's aber auch. So, das heißt, ich nehme jetzt... Doch, die hat er abgenommen. Aha, warum nimmt er dann die nicht raus? So, die tauschen wir mal kurz aus gegen die hier. Ich will sie bloß mal temporär reinpacken hier. Die kann ich nicht reinpacken? Wieso kann ich die nicht reinpacken? Hä? Wir werden die Skippy nicht mehr los. Interessant. So, aber ich weiß auch auf jeden Fall, dass ich die jetzt hier zerlegen kann. Und die auch. Und die auch. Und die auch. Und Skippy werden wir nicht mehr los. Na gut, das ist jetzt so schlimm nicht, aber trotzdem. Wegen der SSD im Allgemeinen. Man hatte auch gesagt, ich weiß nicht, ob es bei der PlayStation oder Xbox eben halt die Option gibt. Hier beim PC ist es so, dass man, auch wenn man eine SSD hat, den Modus für langsame HDD aktivieren soll, weil das einfach das Streaming von den Weltdaten einfacher macht. Also bei mir liegt es alles auf einer sogar flinken SSD und gefühlt wird auch das ganze Spiel performanter, wenn das hier aktiv ist. Ist aber wie gesagt gefühlt, das ist halt so eine Sache. Wir müssen uns erstmal die Waffen hier wieder zurückholen. Was wollten wir denn mitnehmen? Wir brauchen
Divided wie Stand nicht. Ich hatte hier die Crash. So. Und wir hatten, was hatten wir denn noch? Aktiv. Hatten wir eine Scharfschütze? Nee, hatten wir nicht. Wir hatten hier die. Nee, die Lizzie. Aber die Lizzie haben wir eigentlich ersetzt. Ich nehme sie trotzdem mit, die Lizzie. So. Und dann können wir nämlich auch noch ein paar epische Klamotten, kann man glaube ich auch irgendwo hinpacken. Was ich halt ärgerlich finde, ich hoffe, das wird irgendwann wieder resettet. Hier kann ich gar nicht mehr reingucken, oder was? Nö. Das geht auch nicht mehr? Nein! Weil meine Wolfsschulejacke ist weg. Und wir können... Hä? Ich kann da nicht mehr reingucken. Nein! Ach, Spiel. Hier war doch vorher immer eine Möglichkeit. Ja, nun gut. So, Skippy ist ausgerüstet. Hier machen wir erstmal die hier aktiv. Alles gut. Genau, die Katana-Geschichte können wir nämlich da auch noch reinwerfen. Siehste, Moment. Bevor wir da immer so viel Krams haben. So, welche Katana darf es denn sein? Wir haben derzeitig aktiv unser schwarzes Einhorn. Es ist auch nur eine epische Waffe. Und dann könnten wir einfach das Skalpell nehmen. Und die anderen nutzen wir auch nicht. Wir können alle hier nehmen und packen sie ins Inventar. Was weg ist, ist weg. Und vielleicht hängt auch was jetzt davon... Nö. Nö, hängt nicht. Verdammt. Okay. So. Was ist das für ein Fahrstuhl? Die Bürgermeisterwahlen sind endlich bei uns angekommen. Amtsinhaber Weldon Holt von der Devolution. Garagen, ah, okay. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. Ist das wieder irgendwas Aktives hier, was man machen kann? Ne, sind keine Charaktere. So wie die eine Geschichte, die ihren Kumpel dort... Kann man die kicken? Pass auf, sonst verschluckst du eine Fliege. Pass auf, sonst fliegst du runter. So, da ist unser Kumpel hier, der irgendwelche Waffen verkauft. Und hier ist der Waffenhändler. Und hier gibt's eigentlich auch eine Mission, ne? Genau. Wie aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Wie mache ich das? Von außen oder was? Ah nee, da hinten. Hi. Kann ich da was mitnehmen? Burger. Ist ruhig. Wer bist du? Ach, Bruce Willis, gut. Ach, wie hieß sie? Grace Jones, ne? Aus Mad Max. Nur mit blauen Haaren. So, wie viele sind da? Nur sechs? Oh, meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Okay. Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Okay. Ganz egal auf welches. Okay. Da drohe ich auf das vom Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwurmen und Raketenschleudern raus, verstanden? Okay. Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Okay. Okay, Hammerteil, dann müssen wir speichern, wenn es ein absolutes Hammerteil ist. Aber genug gelabert. Okay. Da wird man ja bekloppt. Ja. Bereit? Drei, zwei... Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter. Genau. Und jetzt mach einen Abgang, Mann. Na, richtig, ey. Hey, entspann dich, Tschung. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Ja, Ziel und Konsole oder allgemein Controller ist nicht so mein Ding. Ah, das wissen die Leute. Na gut. Drei, zwei, eins.
Ich schieß doch. Wenn die so streut, kann ich doch nicht dafür. Oder muss ich richtig viel schießen hier drauf? Halbzeit, B. Streng dich mal ein bisschen an. Ach Gott, die Klappe. Was ist das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Sekunden. Zieh's durch, B. Ich zieh doch. Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Colts. Stopp, Leute. Ende. Wir sind fertig. Okay. Hab ich gewonnen? Erster Platz. Rudy. Ach, komm, Zweiter. Auf. Wie? Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen. Na los, verschwindet. Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Kein Moment, Atari. Ach, gut, wie. Lade nochmal. Ich will eine andere Woman nehmen. Ich habe gehört, dass die nämlich auf der anderen Seite was Maschinengewehrtes genutzt haben. Und das ist mir, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen lieber. Es sei denn, das hilft mir, den ersten Platz zu machen. Also etwas, was abseits vom Zielen ist. Also der eine hat auf alle Fälle... Darf ich? Darf ich. Ich tausche die mal hier aus. Gegen habe ich nicht. Na toll. Und die Lizzie, wobei die Lizzie streut schön. Mal gucken. Geht's los? Können wir anfangen? Ich glaube, das war keine gute Idee hier. So, verfolgen. Achso. 3, 2, 1. Sehr gut, wie sauber. Gut aus, Rudy. Hau sie weg. Hat er gesagt, so viel wie man will. Sieht gut aus. Es ist, freut mich, dass es gut aussieht. Was ist das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Sekunden. Weiter so wie. Vermasselt's nicht. Ich bin doch dabei. Bau nicht so einen Druck auf. Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchendem Holz. Stopp, Leute. Ende. Wir sind fertig. So, danke schön. Erster Platz? Ja. Wie? Yeah! Zweiter? Yeah. Rudy! Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen. Na los, verschwindet! Ich hab gewonnen! So, mein Freund. Danke, Wilson. Schönes Ding. Jupp. So, warte mal, was ist das schöne Ding? Müssen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt, na okay, eine reine. So. Und so. So, was ist los? Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay, gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Der ist ein bisschen erregt. Mach's gut. Man sieht sich. Ja. Gab's noch irgendwas anderes hier zu lösen? Nee, ne? Man kann doch bestimmt hier... Nee, kann man nicht. Schade. Gibt's noch irgendwas anderes hier versteckt im tiefen Wald?
Nee, sieht nicht so nach aus, ne? Ist er abgehauen? Ist er so traurig? Ah nee, jetzt ist er hier im Laden. Da kommen wir nicht rein. Boah, der dicke Dinger da drin. Jo, schön. Haben wir wenigstens die Mission auch mal langsam geschafft, ne?